Okay, ich heiße Bud. Bei mir ist Player und ich bin direkt neben Schildkröte, aber hier ist noch ein zweiter Player neben mir. Jedes Mal so nervös, wenn es losgeht. Das kann nicht wahr sein. Ne? Herzlich willkommen zu Season 3 von Ark Road to Asa PvP. Wir spielen diesmal Duo Tribes, also Zweier Tribes auf der Vaikoero Map und ich spiele mit dem Hamsti zusammen. So, noch ein paar Infos zum Surfer. Flugdinos sind nur Pete und Archie tamebar und beide kassieren doppelten Schaden und können keine feindlichen Spieler crappen. Ganz wichtig, ne? Feindliche Spieler crappen geht nicht. Freundliche Spieler geht und genauso kann man auch Einki oder Dödi crappen. Ergo, das ist eine No-Fly-PvP-Surfer mit Mobility und Farmmöglichkeiten von dem Fly-Surfer. Zumindest ist das ein bisschen die Idee gewesen. Ich laufe ein bisschen Richtung Süden. Erstmal. Hoffen, dass ich ein bisschen Ruhe habe. Ja. Ich war genau auf der anderen Seite, aber ich komme von hinten. So, ich mal Cooking Pots. So, ich bin Level 33. Nicht vergessen, Fortitude zu skillen für den Spot, ne? Mhm. Ja, stimmt, das ist richtig. Sonst wird's eklig. Ich mach erstmal 20 Fortitude. Ist krass, wie viel hier gebannt werden, Alter. Das geht. Das ist mit den Leuten. Weiß nicht, aber irgendwas ist dann. Also ich kann dir auch die Quads genau durchgeben. Falls du Lust hast herzukommen, bin ich bin 44, 37, 38 ungefähr. Also ich bin halt ein bisschen nach Süden gelaufen quasi, also den Strand runter. Ja, okay. So, letzter Cooking Pot fürs gute Gefühl. Ich mach gleich mal Mortar, hab grad die Steine dafür. Ja. Ach krass, ich habe ja sogar schon Hide. Ach ja, von der Schürke kriegt man auch Hide, Alter, stimmt. Mhm, ja. Das Level ist der. Der Moshops Level 15 kriegt man da eigentlich relativ schnell down, oder? Ja. Wollte mal. Aber er rennt halt direkt zu dem Player da. Ah, hier ist ein Dodo irgendwo. Wenn dann gerade ein Moshops wegrennt Richtung Inland. Oh, ich hab einen Spieler am Arsch. Ja, der rennt quasi von mir weg. Bei mir ist ein Stego. Ich bin hier im Busch neben dem Stego, wenn du weiter runterläufst. Ja, ich sehe dich. Ich sehe den Stego zumindest. Ich bin im Busch, ich springe. Bist du, dass der gerade kommt? Ja, ja, ja. Okay. Ich bin hier neben dem Stego im Busch. Hab ich gesehen, hab ich gesehen. Ich lade dich ein. Lass sie auf jeden Fall weg, weil das sind viele Spieler. Ja, lass ein bisschen in die Rüstung hier. Ja. Was ist der Pete? Oh, der ist 140, Alter. Okay, ist down. Liegt. Oh, der wird gekillt. Ist tot. Pete ist tot, Pete ist tot. Ja. Vom Spieler, okay. Glaube ich. Ja, ist ein Spieler. Ja, lass weiter. Ja, okay. War halt damit zu rechnen hier, ne? Direkt. Ja, klar. Wohl alle sind. Denn ist ein Tech-Parasaurus. Ich würde ihn gleich bullern und versuchen den abzubauen. Den müssen wir mitnehmen, ja, ja. Ich hoffe, dass der Player uns nicht verfolgt. Ich bin gebullert 162. Ah, ich ping. Haha, geil. Ja, stimmt. Hab ihn. Muss mit dem Raids gehen, Alter, oder ein bisschen Raid loswerden. Da ist einer. Level 55. Ist halt zu low. 90, nehme ich mit. Ja, 90 ist okay. Nimm mit. Hier ist ein Pete bei mir. Level 15, Alter. Level 20. Das gibt's nicht. Es ist alles voll mit Pizza, aber die sind alle low. Okay, wenn du den 90er hast, sofort zum Spot. Ja, ja, ja. Ja. Wenn ich es jetzt dann noch hinkriege mit Pete, könnte ich dann mich um Keratin kümmern in der Schlucht, in der Knochenschlucht. Mhm, okay. Hier ist noch ein Pete bei mir gelandet, warte. Was ist denn da mit der? 55, ja, nee. Nee. Da unten ist ein Pete, aber super beschissene Stelle. 50, Alter, das gibt's nicht. Da ist ein Pete bei mir. Ey, Alter, 25, also langsam wird's lächerlich. So, das ist ein Pete, oder? Ja. Bitte sei jetzt mal über 50. Der ist halt 50, ich krieg langsam schlechte Laune. Geht bei mir so ein Tech-Paras aus. Dann nimm den auf jeden Fall mit. Scrap Metal torbe ich jetzt aber immer. Ja, ja. Nimm nur Electronics und Öl mit eigentlich. Das kannst du wegnehmen. Da ist ein Pete. Bitte. Ich weiß, bitte sei jetzt irgendwie ein bisschen vom Level gut. 140. Perfekt. Sehr schön. So, jetzt darf er noch nicht sterben. Und ich darf den Schwanz vom Pronto nicht treffen. Hab das Ding geschafft. Okay, ist betäubt. Nein, ich. Ach du Scheiße. Ganz ruhig, Hamsti. Ja, alles gut. Die Ausdauer oben ausgekackt. Ja, okay. Konzentrier dich. Aber egal, hab's auch, wir gehen jetzt den Spot erstmal. Wir müssen ihn nicht kriegen, weil ich hab ihn schon. Nice! Ich muss ja gucken, ob ich jetzt gleich Keratin mitbringe oder ob ich erstmal zum Spot jetzt mache. Weil wahrscheinlich würde ich mich damit besser fühlen, erst zum Spot zu machen, weil ich jetzt auch Electronics 80 dabei hab. Ich hab noch 1000 Keratin, das reicht ja. Erstmal für. Das reicht.
Alles klar. Kein Problem. Ich hab beinahe die Schwanzspitze vom Bronto getroffen, Alter. Das wäre nicht geil gewesen. So, auch nochmal an YouTube. Campfire, Fortress und so arbeitet alles dreimal schneller als normalerweise. Werdet ihr auch gleich sehen, dass das vielleicht relativ schnell durch ist. Ich bin direkt über ein Campfire. Ich kann nicht zwei machen. So, ne, hier ist schon vielleicht Nummer 1. Das geht jetzt super fix. Okay, Pete ist ready. Ich wiege 174. Ich truppe jetzt auch das Fleisch hier. So wenig wiegen wie möglich. So, komm her. Sattel drauf. Ach krass, der hat jetzt schon 210 Weight. Nice. Okay, ich hab'n. Hab'n. Ich mach mal noch ein, zwei Level mit dem, um dieses Dump zu bekommen. Idealerweise bin ich ein bisschen weiter oben, damit ich nicht mehr gebundert werde. 300 und Rest jetzt Dump. Ich glaube, der ist gar nicht so schlecht, Alter. Wenn ich dann zu Hause bin, würde ich sofort Preden starten gleich. Auf jeden Fall ist es im Schneegebiet nicht so warm für die Eier. Das heißt, wir müssen einfach noch ganz viele Torches platzieren. Oh, da hinten ist ein roter Biegen. Ist der auf dem Weg? Der ist auf dem Weg. Verlockend mitzunehmen sogar. Es werden noch nicht so viele das Level haben. Es kann ja trotzdem sein, dass da jetzt... Es wäre halt kacke, ne? Wenn jetzt irgendeiner da ist. Bola, kann passieren. Aber dann spawn ich einfach bei dir. Also kannst du ja schon mal ein Bett platzieren. Ja, ich bin dran. Der schadet um die Electronics, ne? Der ist unten. Den lootet aktuell auch keiner. Das heißt, wenn hier jetzt einer ist, würde ich sofort sehen. Da ist halt noch ein Wolf in der Nähe. Das ist nicht so geil. Wobei, den kann ich bolern. Ist das ein Wolf oder ein Bär? Jetzt wurde er gelootet, Alter. Ich hab bescheuert. Ah, shit. Oder despawned, ich weiß nicht. Ja, der ist despawned, Alter, tatsächlich. Echt? Recht. Ja, hier ist kein Player oder so. Oh, das ist unlucky. Aber gut, ich gehe gleich auf den, ich muss noch das Dump voll machen. So, hier ist auch ruhig gerade. Einfach landen, looten, weg. Wenn jetzt ein Boden fliegt, ist es so, darf ich Pech. Hosen, Flak, DP. Oh, sehr geil, sehr geil. Das ist quasi so fast das Wichtigste am Anfang. Oh, 300 Ducha sogar. Boah, perfekt. Sehr schön. Jetzt überlege ich, ob ich überhaupt noch weiter looten will oder ob ich das erstmal nach Hause bringe. Ah, hier ist gleich ein lila Biegen. Also jetzt die mitnehmen ist halt geil, ne? Dann nimm ruhig mit, dann geh auch ein bisschen auf Risky. Ja, okay. Das ist super lucky gewesen. Kommt man nicht mehr durch? Enduro Stew und blaue Farbe. Also nicht jeder Biegen ist geil. Alter, ich bin direkt über dem Canyon. Wo es die Knochen gibt. Echt? Perfekt. Sehr gut. Mal gucken, wie viel ich jetzt kriege. Salz brauchen wir nicht, oder? Nee. Nur Kakteen und sowas für Flame Arrows, aber jetzt kein Salz, brauchen wir nicht. Dann trau ich das Salz immer. Ich krieg halt hier aus einem Knochen, ne? 400 Keratin. Das sind halt schon 100 C-Paste. Perlen hast du schon eingesammelt? Ja. Ich hab schon über 2K oder so. Das reicht von Anfang. Okay, ein Poli? Hab ich auch schon. Okay, gut. Vorbereitet, da geht mal. Nice. Ja, bisher läuft der Gameplan. Also, wir haben uns echt super lange Gedanken gemacht. Ja. Und diesmal war ich auch mehr involviert als Season 1, 2. Hab mir das selber auch mal ein bisschen den Kopf angestrengt. Mal gucken, wohin das führt, ne? So, ich nehme mal einen von dem Bait. So, Biegens. Oh, hier kommt ein gelber Biegen direkt über mir runter. Den schnapp ich mir noch. Ja, mach das. Was kostet das eigentlich? 70 Metal kostet es, also ist auch billig, ne? Das ist super billig. Schon wieder Hose, BP. Okay, aber können wir irgendwo verstecken? Können wir verstecken? Dann haben wir es halt, ne? Falls irgendwie jetzt noch was schief geht oder so. Ja. So, jetzt ist aber kein Biegen mehr in der Nähe. Ich komme jetzt zum Spot. So Leute, dieses Video war derbe zeitaufwendig, weswegen ich sehr froh bin, dafür einen Sponsor gefunden zu haben. Dieses Video ist powered by Undawn. Undawn ist ein Free-to-Play Open Survival RPG, entwickelt von Lightspeed Studios, das sind übrigens die Entwickler von PUBG Mobile, und der Release war am 15. Juni, also das Game ist frisch an den Start gegangen und ist ein Mix aus Survival- und RPG-Elementen in einer riesigen Open World und es ist Crossplay sowohl auf dem Handy als auch auf dem PC möglich. Kernelemente des Games sind Survival, Looten, Crafting
um dabei die Welt zu erkunden und, was immer Spaß macht, Zombies wegballern. Und wenn man dabei bedenkt, dass die Urban World 10 Quadratkilometer groß ist, ist es schon ganz schön sick, dass das als Mobile Game funktioniert. Ihr könnt das Game aber auch, wie gesagt, einfach kostenlos via Steam auf dem PC zocken und dann natürlich zwischen PC und Mobile hin und her switchen. Eingeführt in das Game werdet ihr übrigens von Will Smith, der euch zeigt, wie man in dieser postapokalyptischen Welt von Undawn überlebt. So Leute, falls ihr Bock habt, Undawn jetzt auszuprobieren, mit meinem Creator-Code BEAM erhaltet ihr einen exklusiven Cowboy-Hut, 1000 Silbermünzen und 350 taktische Ausrüstung. Den Link zu Undawn findet ihr oben in der Videobeschreibung oder ihr nutzt einfach den QR-Code, den man schon die ganze Zeit im Video sieht. Okay, weiter geht's mit dem Video. Viel Spaß. Ey, hätte ich nicht gedacht. Also aktuell habe ich das Gefühl, dass wir die Einzigen sind, die da Schneegebiete in diese Zone da machen. Krass. Und ja, der Server ist voll, ne? Das ist ja ein 70-Slot-Surfer. Wir machen Zweier-Teams, das heißt, es sind mindestens 35 Teams auf dem Surfer. Wir sind ja auch alle irgendwo bauen. Ja, deswegen, also, ich mal gucken. Aber vielleicht kommen die noch. Vielleicht machen die irgendwo Aufbau-Spot, weißt du, und kommen dann irgendwie. Ja. Müssen wir aufpassen. Warte mal, hier ist gerade ein Archie, der gleich getötet wird, der fast tot ist. Von einem Schwein. Vielleicht könnte ich den eben wegen Hide. Ja. Ich hoffe nur, das Schwein, dass das nicht... Okay, ich konnte wenigstens... 14 Prime-Meat habe ich und 140 Hide. Okay, ich bin gut. Tools für uns beide sind drin. Hier unten sind noch Perlen. Also Perlen haben wir, oder was? Brauchst du jetzt nicht einsammeln? Also wenn da sind, nimm ruhig schnell mit, aber ich habe noch... 1K habe ich. Ja, hier an dem See direkt, wo auch Öl ist und so. Ja, dann fahren sie ab einfach. Ich würde mich besser fühlen, so schnell wie ich Simple Pistol, also so schnell wie ich Gunpowder und Simple Pistol, ey. Ja. Falls jetzt noch jemand kommt. Das hier ist übrigens unser Aufbauspot und nicht unser Base-Spot. Ne? Base-Spot haben wir schon gesichert, ist woanders, seht ihr später. Hier bauen wir uns erstmal nur auf und wollen dann umziehen. Ich pfeife die mal passiv beide. Hab wieder 80 reingelegt, ist was das. Ja. So, Mating ist an. Das hier droppen, das anziehen. Ich würde es einfach Bären farmen, ne? Dass wir Nachi tamen können. Ja. Oder Mammut halt, wenn wir ein Low-Level finden. Wir waren gerade 3, ich guck gleich noch ein Level. Ich glaube mal eben Steine, dann können wir schon ein bisschen Gunpowder machen. Ich weiß nicht, Simple Pistol, wenn dann Hide da ist und so, noch ein paar Forges, dann ist Simple Pistol auch nicht mehr weit. So, ich versuche die ersten Bullets herzustellen, mal gucken. Okay, 36 kann ich schon mal machen. Okay, als nächstes Crossbow noch. Hier ist auch schon Crossbow. Brauchen Wood für Crossbow. Für Wood ist aber eine Fortress drin. Das kann er nicht rausziehen, weil die gerade arbeiten. Ich lege da was rein. So, okay. Passen. Ich mache. Mal eben Campfire an, wegen Charcoal. Ist auch ein 50er Enki, ich meine, den kann man auch legen. Der nee, 50er Enki wäre am Anfang erstmal übelst geil. Ja, mach 50er Enki, der dauert halt dann. Der macht den 50er Enki, ist geiler als Mammut. Gut. Dann können wir mit dem auch gleich Metal Farm erstmal, wenn wir mal Archie haben. Alles besser als per Hand. Oder du legst den Enki und ich gehe in die Cave. Ja, dann spotte, aber dann musst du mal einen Pin machen bei dem Enki. 2000 Meter in der Richtung, so weit weg, echt? Ach, da, die Richtung. Das ist mein Pin, kann ich den irgendwie mal wegmachen? Sehr gut. Ja, ich sehe den Enki. Das sind Zweier. Echt? Oh. Ja. Bin 50. Und 100. Aber 50 würde halt jetzt schneller gehen. Ja, immer erstmal den 50er. Ich kann immer noch dann. Hier ist auch ein Hirsch. Level 90. Ein Key liegt. 150er ist in der Trap drin. Hier kommt eine Archie geflogen, Richtung unser Aufbauspot. Paint. Ja. Okay. Könnte sein, dass er uns jetzt entdeckt, weil das ja so weit oben ist. Der fliegt genau drüber gleich. Und ich habe nur 21 Bullets. Aber ich meine, der wird halt noch nichts haben. Was soll der machen? Aber... Da ist ein Alpha-Kanu. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er uns jetzt entdeckt. Er fliegt ein bisschen weiter links, es könnte sein, er fliegt in Metal-Schlucht.
fliegt zur Metal-Schlucht. Mal angreifen, wenn ich ihn sehe, dass er weggeht? Nee, er fliegt gerade über Metal-Schlucht. Ich würde den jetzt in Ruhe lassen erstmal. Okay, ja. Ich hätte gerne noch ein paar Bullets, dann könnte man halt den Archie killen. Ich habe halt auch noch kein Spike-Nest, kann das Leveln von dem Archie nicht checken. Weil auch wenn die genervt sind, jetzt am Anfang... Ja, ich mache nochmal Bullets, warte. Aber wenn wir es hinkriegen, sollten wir halt erstmal noch keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Ja. Und eher versuchen, Progress zu machen. Anki ist bei 70%. Ja, Sattel geht. Okay, dann kann ich da jetzt, dann hole ich jetzt Narko-Berries mit dem Anki. Okay. Dann haben wir gleich erstmal Betäubungspfeile und dann können wir loslegen. Okay, ich pack den schnell ein. Na komm. Okay. Okay, perfekt, wir haben zwei Teleporter. Passt. Okay. Gleich. Mach dir auch mal ein Cryo, falls jetzt irgendjemand kommt, dass du den schnell einpacken kannst vielleicht. Ja. Okay. Ja, wir wollen eigentlich nur bei Bären erstmal. Ja, okay. Das reicht absolut aus für Narkos. Ich habe jetzt schon 140 noch dreimal zuschlagen. Oh, geil. Hier ist ein Archie. Ich gucke jetzt auch gleich mit nach Archie, okay? Ich kann jetzt gleich ganz viel Pfeile machen. Okay. Ich fange jetzt den Anki wieder ein. Ich habe jetzt keine Ahnung, 600, 700 Narkos oder so. Narko-Berries gefahren. Bei mir ist Archie mit Anki. Über unsere Base. Komm mal. Können die runterholen? Dann werden die aber auf uns gehen. Oder ich lasse es, vielleicht hat er uns nicht gesehen. Ich weiß. Nee, runterholen wird das, glaube ich, eklig. Ja, wirklich über der Base, oder? Ja, also höchstwahrscheinlich hat er uns gesehen. Er fliegt halt so, als wäre das nicht, aber ich gehe davon aus. Aber wir dürfen uns auch nicht so sehr ablenken lassen. Der ist auf jeden Fall, fliegt ja mit Anki, ist er Richtung vom Redwood gekommen, über unsere Base drüber und fliegt gerade Richtung Wasserfall-Schneegebiet. Ne? Also höchstwahrscheinlich entweder die Farm, würde ich fast denken, dass die das getamed haben und dort irgendwo bauen. Wo wir eigentlich auch bauen wollen. Zu weit aus dem Fenster. Du bist gerade. Hi, da sind Leute bei unserer Base. Echt? Ich komm. Ja. Die haben Granaten? Komm. Okay, der Pete wird jetzt wahrscheinlich sterben. Bin ich unterwegs. Bin da. Hier euch beide. Die sprengen die Base. Die sind ist offen. Weiß nicht. Ah, komm, Rick. Ich kann da eh nichts machen. Ich kill den Arten, ich kill den Pete. Das sind die von da oben. Ja. Oh, Mech. Greif mit Fackel an. Ich bin gebullert. Warte, ich grüße unseren Archie auf dich. Aber der kommt, der kann nicht wegkommen. Der hat keinen Pit mehr. Oh, ich sterbe. Ich hab keinen Fallschirm mehr. RIP. Nein. Oh mein Gott, nein. Jetzt. Let's go. Archie ist down, das gibt's doch nicht, Mann. Ich hab mein Kit. Okay. Ich bin vor der Base jetzt. Komm mal. Sehe ich nicht? Siehst du mich? Ich bin unten und schieße auf den Archie. Soll ich dich hochgraben? Ja, nee, erstmal nicht. Nee. Ja, doch. Ich habe halt. Ja. Probier es halt. Ich habe halt den Anki noch dabei, den hätte ich halt verstecken sollen, aber egal. Da ist der Archie. Ich versuche schnell den Wolf zu holen. Ich sehe, ob er noch da ist. Ich lenke den Archie ab. Achtung. Okay, er hat ihn gecrappt, wahrscheinlich haben die alles gebootet. Was da, wo ist er? Da oben fliegt er, ich seh ihn. Ja, das ist irgendwie dumm gelaufen, also hätte man auf jeden Fall easy verteidigen können. Aber never mind. Ich hatte noch mein komplettes Kit und den Enki im Inventar. Hamsti hatte zuvor auch schon unseren Wunschbot
Hamsti hatte zuvor auch schon unseren Wunschspot gesichert und dort einen Teleporter platziert, also war es nun die beste Idee, woanders fix aufbauen, bis wir zum Mainspot umziehen können. 150er Pump BP. Und super, ein sehr relativ günstiger Pump, 150%. Für 250 Metal, 150er Pump, das ist geil. Sehr geil. Also hätte man easy deffen können. Wäre auf jeden Fall drin gewesen. Das nehme ich jetzt einfach auf meine Kappe. Okay, sehr lech. Da fliegt genau ein Pete gerade über den Spot, wo wir wollen. Da ist ein Spieler drüber. Mehr auf Gegner jetzt. Ruhe, mein Metal schmilzt. Er landet jetzt gleich. Ich habe halt nur noch 14 Schuss. Ich schau gerade noch, ob der Player irgendwo ist. Nicht, dass ich den jetzt zu uns locke. So, ich lande jetzt einfach. Pack den Anki aus. Hier ist die Base, okay, alles klar. Das Problem ist, also die Pump ist super billig. Das Problem ist die Muni. Ja, egal, ich will auf jeden Fall jetzt eine Pump haben mit so 10, 15 Schuss, dass wenn jemand kommt, dass wir die direkt wegpumpen können. So, okay, 400 Nako-Berries habe ich. Okay, ich mache Mörser. Ich mach gleich noch mehr Mörser. Ich hau gleich noch Flintstone alles hier weg. Transferiere das immer in die Mörser rein. Und dann kannst du gleich noch Spark Powder machen. Ist halt lucky, dass die meinen Kit nicht entdeckt haben. Ja. Und dass wir den Anki jetzt noch wenigstens noch haben. Oh, hier kommt direkt ein roter Beacon bei uns runter. Ich weiß es nicht, nein. Ist eher schlecht. Ich habe übrigens auch noch das Hosen-BP, das zweite, was ich gefunden hatte. Falls du noch eine bessere Hose haben willst. Stimmt. Okay, hoffen wir mal zum Glück haben. Schuhe BP, Lack. Also, nice. 230 Dura immerhin. Hier ist ein 145er May Archie an mir dran. Halt ihn mal rein, komm mal gut an. Hast du eine Tür? Ja. Oh nein, ich sehe ihn. Fuck. Ich sehe den Typen. Ich bin unter ihm. Oh nee, der hat uns entdeckt. Warte, ganz ruhig. Er hat uns safe entdeckt. Ah nein, das bin ich, du. Okay. Das war der Archie auf Follow. Ich hab grad. Alter. What? Ja, das ist der Archie auf Follow. Ja, ich dachte, das wäre der dich verfolgt, Alter. Geil, Leute. Ah, das ist echt geil. Okay, alles gut, alles gut. So. Sattel. Metal. Ich hau die Perlen rein. An sich wäre jetzt der Judy geil, ne? Ich mach mal Pfeile. Betäubungspfeile, okay. Haben best gecraftet die erste. Mal nice. Direkt. Haben ganz Schuss, muss man machen. Bullets. So gut, dann mach ich mich jetzt nackig und blockiere erstmal den Spot noch mehr, wo wir hinwollen. Auch nochmal an YouTube, damit du Bescheid wirst, was jetzt eigentlich der Plan ist hier. Und den Teleporter hier hin. Ich glaube, ich bin sogar bei dem Archie-Ding. Ich kann sogar jetzt einfach von hier Chitin holen. Okay, ich habe erstmal 4 Metal Foundations hingesetzt. Okay, gut. Mal zurück. Ja, hier wollen wir eigentlich hin, Leute. Ist halt Map Border, ganz weit oben. Ist dann schwer zu raiden, wenn man es einmal gesichert bekommt. Also noch ist ja nichts vorbei. Gut, Turret steht auch schon erstes mit Muni, also. Okay. Dann würde ich es hören. So, mal sehen, ob ich jetzt mit dem Judy. Na komm her. Okay, ist getrapped. Jetzt hoffe ich nur, dass er auch wirklich drin ist. Aber es sieht gut aus. Raptor. 35er Raptor. Wäre fast tame. Ich tame den mal. Okay,
Okay, noch 15 Pfeile. Ich weiß gar nicht, ob der Crossbow hält so lange. Wenn du pingst, kann ich auch notfalls vorbeikommen. Okay, er liegt. Okay, sehr schön. Ich hoffe, ich habe jetzt noch genug Matten da. Wie viele Matten brauche ich denn für den? 2 Matten, 4 Minuten. Easy. So, hier. Trap heb ich schon mal auf. Wir wollen hier nichts verschwenden. So, und ein Raptor, der muss eigentlich instant fertig sein. Achso, ich habe kein Cryo. Du müsstest mit dem Cryo vorbeikommen. Kann ich machen. Aber mit 2 am besten, dann können wir den Raptor auch mitnehmen. 202. Oh, hier ist einer. Hier ist ein Player. Der liegt hier tot rum. Und hat übrigens den Stuff dabei. Geil, vielleicht hat er, ist er an falsch angeschwommen oder so. Komm mal her, der hat, das kann ich glaube ich alles gar nicht tragen. Bin unterwegs, ich flieg schon. Ich bin gleich da. Alter! Der hat sogar Tames. Ich glaube, er wurde gekickt. Ich sag mal chill, ich gebe ihm das wieder. Er wurde gekickt. Ah, okay. Ja, ich sehe euch. Ja, das ist manchmal das Problem, dass einfach im Surfer gekickt werden. Das ist irgendwie ein bisschen buggy, das habe ich schon im Chat gelesen. Mir wird das auch passiert sein. Ah, hier sind noch Poison. Okay, ja, schade. War gerade sehr, sehr spannend kurz, aber dann ist mir Fairplay doch wichtiger. Okay, Mayudi ist ready. Dabei, ich cryo dich schnell. Der Raptor steht direkt daneben. Aber was war, der wurde jetzt gekickt oder was wegen, Es haben manche Leute das Problem, weil der Surfer so gerammelt voll ist, also der Surfer ist wirklich randvoll und deswegen werden hin und wieder immer mal Leute gekickt, ich weiß nicht, woran es liegt, an dem Plugin oder irgendwas. Also aus irgendeinem Grund werden die Leute gekickt hin und wieder, aber halt nicht von irgendwelchen Specs, sondern automatisch und wir wissen aber noch nicht, woran es liegt. Rechts ein Pete von uns. Ist gerade gelandet. Komm hoch. Ich attack den direkt. Ja. Den nicht. Kommt. Hat auf jeden Fall ein paar Hits schon. Ich attack nur, um den ein bisschen wirklich machen, dass er nicht auf die Idee kommt, dass wir irgendwie eine Base haben oder so. Ja. Weil wir sind ja gleich in der Nähe. Okay, ich glaube, er hat sich verzogen. Wieder runter. Flieg mal ein bisschen gechillt gerade aus und guck ein bisschen nach hinten, ob er irgendwo ist. Ansonsten mache ich jetzt zum Spot von uns. Wie viele Turrets haben wir jetzt? 3 Stück stehen erstmal gerade. Ja. Okay. Haben also halt jetzt nur so 15 Schuss, aber. Uff. Besser als gar nichts. Das sind doch Player, oder? Das sah mir aus. Das waren Pete und ein Archie. Das waren ja keine wilden Dinos. Nee, Pete kann ja gar nicht. Und Turret schießen? Ja, okay. Haben 2-mal geschossen? Ich komme. Hau dich auf den Yuti. Ja. Ja, er fliegt weg. Fliegt weg, okay. Shit. Also wurden auf jeden Fall gespottet. Ja. Mach jetzt die Basis Metal. Durch hier. Mach das. Und du fokust dich jetzt auf 90 Wären und Heavies. Ja. 140 Damage, 21. Okay, der war nice. Und sich einen Stein ist auch okay. Okay. So, Rino liegt. Sehr gut. 209 und hat. Ja, 32 Damage. Ist jetzt nicht geil, aber immerhin über 30. Okay. Er hat 34 Food und 37 HP. Rino macht halt echt Spaß, ey. Warte, im Schnee ist schön glatt alles. Ja. Hey, hier sehe ich noch 2 Heavies. Der eine ist jetzt eine im Busch versteckt, bisschen. Okay. Der Tür. Das ist huge. Was kriegt? 190er Pump BP und super billig. Das ist somit das Beste, was geht, was man in die Beacons rausziehen kann. Perfekt. Für 250 Metal und so 190er Pump BP. Ja, geil. Ich komme nach Hause und wir verstecken es irgendwo. Oh, mein Pi wurde gebullert. Nicht gut. Ich mach einen Ping, falls du helfen willst.
bin Archie. Hat schon 3 Hits, der Typ. 4 Hits. Wolf greift ihn an. Jetzt macht er weg. Weil mich alles wegzutransferen, dann kann ich kommen. Headshot ausrüsten. Er hat's schon pissed, weil er hat übelst Pumpshots gefressen. Ich kann dir doch. Moment, muss nochmal hitten, ne? Okay, jetzt. Okay, also. Ab. Minuten noch. Okay, hätten wir. Vielleicht hau ich das nächste Mal rein. Jetzt hau ich nochmal nach dem Mail, Pete. Das ist ja nur über dem Wasser, oder? Da ist er. Und er ist gelandet. Okay, okay, okay. Ja, dann hätten wir das halt einmal. Können auch nicht breeden. Nie wieder Pete's kümmern. Weil Pete's werden, brauchen wir immer wieder mal für Mobility. So, liegt. Theoretisch müssten die morgen nach Surfer Neustart wieder da sein. Rein theoretisch. So, ich komme jetzt nach Hause, in die neue Base. Nein. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie es aussieht, wenn ich das erste Mal jetzt komme. Also, sehe. Auch nicht zu viel erwarten, bitte. Ja. Joa, aber hey, da steht ein Heavy. zwei, auf der anderen Seite steht auch noch eins. Okay, ist auch Muni drin? Ja, ist Muni drin. Okay, cool. So, und jetzt auch nochmal an die Zuschauer. Also, theoretisch ist ja kein High Ground in der Nähe. Worüber die Leute hierauf snipen können. Natürlich ist der Spot ist ein bisschen scuffed, aber Madboarder ist jetzt halt erlaubt gewesen und da ist es tatsächlich ein ziemlich geiler Spot. Weil der sehr schwer zu raiden ist, wenn wir den einmal gesichert haben. Hier kommen gelbe Biegen von der Base runter. Ne? Würde ich gleich da mal versuchen. Hab ich noch einen Sattel? Ich hab noch einen Sattel. So, okay, jetzt muss man gucken. Female, 43 Health, 43 Damage, 38 Stun. Das ist ziemlich okay, tatsächlich. Dann nehmen wir den erstmal zum Preden. So, der hier stelle ich mal zur Seite, weil der ist nicht so geil. Sind das schon 60 Campfire? Nee, ja, nein, noch nicht, aber okay. Ein paar schon mal. Können wir so. Gleich mehr machen. Archies, starten wir auch. Jetzt reden wir mal in die Base rein. Sind die beide? Ja, okay. Okay, ich würde mal schnell ein paar Campfire noch ballern, weil wir haben ganz große Charcoal-Probleme. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das jetzt hier schon sind. Ich mache einfach nur mal so 40, okay, ich probiere es zumindest. Also wir wollen ungefähr so 60 Lagerfeuer haben. 60 Lagerfeuer bedeutet ungefähr 7200 Charcoal pro Stunde, die wir generieren würden, wenn die durchlaufen. Hier ist ein Lagerfeuer. Ah doch, ich erreich's. Nice, okay, ich habe alle angemacht. Sehr gut. Ich würde mal schätzen, das sind jetzt so 30 bis 40 ungefähr. Ich habe jetzt keinen Bock zu zählen. Moment, ich transferiere nochmal schnell ein bisschen Muni in die Turrets. Das ist jetzt ja, so viel hatten wir ja noch nie. Das sind ja über 1000 hier fast. Jetzt haben wir 1508 immerhin. Also immer noch nicht viel, aber ich fühle mich jetzt ein bisschen besser schon. Ganz klein wenig. Und vor allem, wenn hier nirgendwo die Leute snipen. Also das Einzige, was sie machen könnten, wäre halt, ne, irgendwie Archie oder so, crapped halt Mate und dann snipern die halt hier rum. Das wäre halt möglich. Ja gut, aber dann netten wir den einfach. Netten werden wir dann nicht, wir werden halt zurückschießen, wenn die das aus Distanz mit der Fab machen. Das Ding ist nur, wir sollten trotzdem alles cryon eigentlich. Zumindest die Peats, weil sonst, wenn wir nicht da sind, ist das tot. Das wäre dumm. Ich mach mal noch Cryos und pack ein, was geht, okay? Ja, mach das. Lass auch gleich noch ein paar Steine mitnehmen und Flint und so. Ja, hau alles rein. Ich bin ja mehrmals hier schon. Wie viel Weight hat dein Archie eigentlich jetzt? 6000. Okay. So, Moment. Magic Moment. Metal. Transfer. Ja, 14.000 Metal immerhin. Das ist doch schon mal solide. So, und das geht noch. 40.000 Flint, 10.000 Steine. Warte, ich. Lol, hier ist ein. Was ist hier passiert? Roter Pete, 150. Hat. Player? Ist einer in die Tools geflogen. Lol. Oh, Prime Meat. Vor 5 Sekunden wahrscheinlich. Ja. Dann haben wir oben ungefähr 20 und plus die du platziert hast, dürfen dann so über 30 sein. Ich denke, das ist dann erstmal in Ordnung. Wie gesagt, die arbeiten mal 3, dann sind wir bei ungefähr 90 Forges. Das hat jetzt ungefähr die Power von 4,5 oder 4 Int Forges. Also es ist vor allem dann nicht geil, wenn die Kagi noch so jetzt alle abgefahren sind, weißt du. Ah, da hinten ist einer. 145. Markierst du? Dann komm ich zu dir.
Warte, wir machen es schneller. Ich port mich nach Hause schnell und du machst TP, weil ich brauche uns zu lange. Aber ich würde mal trotzdem gleich Teleporter haben. So, Teleporter, kannst kommen. Ich baue schon mal ab, okay. Let's go. Das ist gut. Ich sag gleich Bescheid, dann kannst du. Mach schon mal bereit, dass du portest. Okay. 3000 Poli, 10.000 Chitin, 5000 Poli, 15.000 Chitin. Okay. Er wird gleich platzen. Jetzt porten. Port. Bin auch damit. Nice. Okay, Mission erfüllt. Der hier ist ein Dödi unter Wasser. Warte mal, der ist doch. Hä? Nein, das ist einfach nur ein scheiß Stein, der rund ist. Wie, Alter? Das hier, das, guck mal, Leute. Das hier sah aus wie der Dödi, der Torso, und das sah aus wie sein Schwanz. Ich mache einen Screenshot, dann zeige ich dir, was ich meine. Geil. Gibt das nicht. Ich gebe mir egal. Profi Gamer. So was passiert mir auch öfter. So, ich komme erstmal in die Base. Pete ist. 17-13 ist sehr nah bei uns. Das ist unmittelbar, wo ich bin. Soll ich aufmachen? Diese One-Time-Drops, die droppen alle 1-3 Stunden und enthalten den besten Loot oder mit dem besten Loot vom kompletten Surfer. Und jeder Spieler vom Surfer bekommt eine Meldung, wo mit Koordinaten das Ding runterkommt. Sobald sich ein Spieler in unmittelbarer Nähe von dem OTD befindet, wird er getriggert. Und auch diese Meldung sieht jeder Spieler vom Surfer. Und dann vergehen 15 Minuten, bis man das Ding öffnen bzw. auf den ganzen Loot vom OTD zugreifen kann. Man kann die halt ein bisschen rein platzieren tatsächlich. Ich mach's jetzt einfach, so mehr geht nicht. Hallo. Muss man dazu sagen, der Surfer ist voll, es sind 70 Leute auf dem Surfer oder so. Es werden das natürlich nicht. Ah, da kommt kein Guru. Okay. Die Frage ist, sieht er mich jetzt schon? Da kommt eine Kakinos von vorne. Ja. Aber dafür haben wir nicht genug C4, oder? Weiß es nicht. Ich würde jetzt noch nicht drücken. Ich pass einfach nur auf. Mal abwarten. Da schießt ein Rocket drauf. Scheiße. Hä, hey, macht er den jetzt kaputt oder was? Genau, ist C4 noch da? Oder ist gesprengt? Das ist noch da, glaube ich. Oh, das Kakinos springt zu mir. Sieht er mich? Nee, der springt einfach noch weiter. Bleib einfach im Busch erstmal. Oder? Der sieht mich doch. Nee? Nee. Er schießt auf jeden Fall C4 mit Rockets ab. Ich würde wahrscheinlich einfach ohne Rücksicht auf Verluste gleich versuchen, dann zuzugreifen. Wahrscheinlich würde die Kakinos mich crappen oder so. Ich würde das C4 halt irgendwie noch versuchen zu zünden. Kakinos hat 18.000 HP, ne? Das ist heftig. Ich weiß ja nicht, ob das C4 jetzt noch funktioniert oder nicht. Keine Ahnung. Ich mich wundere, dass wir das mit Rocket schießen. Die können doch einfach mit der. Töte ich mit der Sniper. Ahnung. Hat mich. Hatte ich gesehen? Ja. Ich komme. Ich versuche mal zu netzen. Ja, kann man. Man geht. Kann die Kakinos netten. Okay, Känguru auch netzen. Ja. Der zu netten. Ab, der Player genettet, Player genettet. Wo? Nee, doch nicht. Hä, what? Hit. Oh mein Gott, ich fahre den ganzen Berg runter. Scheiße. Komm wieder hoch. Oh, jetzt habe ich auch die Seas, Alter. Ich bin fast RIP. Komm mal. Ich hab dieses scheiß DCs bekommen. Ja, meine Handschuhe sind kaputt. Hab ich Denguru genettet? Nice. Ist genettet? Ja, ich hab dieses Disease-Kack, ey. Ja, ich bin RIP. Echt? Ja, ich werfe nur den Pete raus. Komm, ich muss doch das Känguru wenigstens noch kriegen. Ja, jetzt einfach drauf fokussen, dass wir das Ding noch looten können irgendwie. Ich werde jetzt einfach kackendreist hinrennen, wenn ich jetzt nochmal sterbe, ist es so. Drop ist noch 1 Minute 27. Okay. Aber Kaginos ist jetzt ja nicht so geil, wenn du das netzen kannst, ne, im Open PvP. Nee, ist auch nicht so geil. Wie viel Zeit ist noch? Ich habe kein Spyglass. Schau nochmal, wait. 50 Sekunden jetzt. 52 voll gerade. Ja, hier ist auch Pete Player. Ich hab halt nicht meine Bowler, ich hab jetzt nur mein Set, ne? Hast du Blick drauf? Ja, von unten gerade. Ich muss ein bisschen ansagen. Ja, warte, ich sag's dir sofort. Er sieht mich halt eh wieder. Ist noch
28 jetzt. Ich mach da jetzt einfach hin. Scheiß drauf, wenn der mich crappt, ist es so. Alter, mein Pete ist stuck. Okay, das war's. Probier's. Ich glaub, der mich auch von unten ran. 11 Sekunden noch? Oh. Ja. Warte, ich nette die Kaki. Ja, mach. Okay, bin tot. Shit. Kaki genettet? Ja, ich bin tot. Ich bugge in Dings, ich bin down. Kann jetzt sein, dass der hier noch rauskommt. Ein gelber Beacon übrigens in der Nähe von uns. Ich hau mal hier noch ein Ding hin. Der ist schon unten, aber. Bist du der hinfliegt? Nein, da ist ein Pete. Ja. Ich seh den. Aber der hat uns nicht gesehen, glaube ich. Ja, aber lass den auf unserem Platz machen. Okay, ich komme. Ich stopp die Steine. Komm mal. Der kommt noch runter, ja? Der wird irgendwo zwischen gelandet sein. Ich sehe ihn noch nicht. I'm drop. Versuch den Pete zu bowlern. Ich bowler seinen Pete, warte. Okay. Pete gebowlert. Player auch. Player. Bumpen. Bumpen. Down. Nice. Gutes Kit. Ja. Blut mal mit, ist ziemlich viel. War das ein Rhino-Sattel? Weiß nicht. Ja. Alter. Ja, perfekt. Alter, was ist mit ihm? Er hat seinen Teleporter dabei. Perfekt, kannst du gleich entnehmen. Ja, wenn du willst, geh erstmal kurz mit dir nach Hause. Ich hab Overweight. Hier wird was beschossen. Also, Archies werden beschossen. Nein, ich. Wo bist du? Ja, komm her. Ich pack ein. Oh fuck, du hast den TP. Ich komme. Ja, also die Archies sind tot. Ich habe halt keine Fab. Doch, im Fabricator ist. Nimm sie dir. Ja, ich versuche meinen Pete noch einzupacken. Ja. Halt, wo hast du denn den TP geplaced? Weil ich kann. Du hast ihn nicht aufgehoben. Auf dem Pillar. Wo wir eben waren. Okay. Ja, ich sehe ihn, hab ihn. Ich komme. Die machen richtig Schaden mit der Fab, die ist richtig eklig. Da rennt ein Yuti unten rum. Warte mal. Der ist getamed. Das ist unser! Nein, der ist runtergesprungen. Ich krieg die Krise. Unter der Base Player. Pump mich. Okay, ich komm mit Fallschirm. Direkt unter uns? Ja, direkt runter. Hier ist der Player, ich markiere ihn. Komme. Hit. Shielded. Er ist da, er ist runtergeparachutet. Ja, ich sehe ihn. Hier ist ein Pete hier hinten. Hit. Ein Hit hat er. Okay. Killen den Pete, jo. Bruder. Perfekte Bruder. Ich mach's runterziehen, scheiß drauf. Hab sein Pete. Hit. Okay, ich komme. Hier ist ein anderer Pete. Komme. Einen reingefressen hier. Hit. Schön. Hat keine Hose mehr, glaube ich. Hab ihn gestuckt, hab ihn. Ich weiß nicht, ob ihr noch ein zweiter Player war. Nimm die 220er Fab auf dem Judy, schnell. Gelb. 225er Pump, Alter. Perfekt. Hab's, ich hau die andere rein. Da war noch einer mit Pete oben, ich weiß nicht. Ich hab einen Teleporter, wir können doch erstmal die Base porten. Okay. Ja, ne, also ab jetzt. Sämtliche Dinos immer Cryo. Immer. Cryo, ja. Das war jetzt noch. Schaden hielt sich jetzt noch ein Grenz. Also, ich bin sogar. Guter Return, würde ich fast sagen. Ja, meine Rüstung ist platzieren. Nur 10% angeknackst. Passt. Wir haben Tribe Limit reached, Alter. Ja, warum hat der Trip Mod nicht geklappt? Das habe ich nicht verstanden. Oder ist bei Server Restart gewesen, dass es wieder aus ist? Das kann auch sein. Ich hab. Irgendwas habe ich noch gesaved. Ich habe einen Archie gesaved, aber schau mal eben. Das war nicht der 20er. Nee, ich habe einen 200er Archie haben wir noch und einen 223er. Das sind halt beide Female. Wir haben noch ein Ei im Kühlschrank. Da können wir Glück haben. Und was der Kurs wird auch Female. Also wir bräuchten noch einen Male. Ich hätte halt gerne da ein bisschen. Nice, Alter. Der Yuti, das war ein guter Play von dem Ding. Ja, voll der gute Play vom Yuti, dass er einfach unten war. Aber
Also kurze Erklärung, weil ich das jetzt nicht reingeschnitten habe. Wir hatten den halt auf neutral und im Turret-Modus. In der Hoffnung, dass er einfach dann, wenn jemand kommt, viert und aber stehen bleibt, stationär. Ja. Aber gut, ich meine, war jetzt, so haben wir Stuff wieder bekommen. Also beziehungsweise sogar eine gute Fab und alles. Ich weiß jetzt gar nicht, was an dem Beauty drin ist. Schau mal eben. Ja, das alles 225er Pump hat er noch gegeben. Alter, wir haben 284er Crossbows vor allem. Nice. Dann gutes Riot Shield. Alter, das Riot Shield ist richtig solide. Die ist aber nicht gecraftet, die Pump. Die haben die gefunden. Wahrscheinlich in der Cave. Da ist noch ein Enki. Soll ich mal checken. Das wäre geil jetzt. Oh, jetzt habe ich den nochmal getroffen. Okay, er liegt auf jeden Fall. Wir sind nicht Alpha-Tribe, aber ich würde schon sagen, dass wir relativ weit oben mitspielen, so unter den Top 10% im Moment. Also Beta-Tribe, würde ich sagen. Ja. So, schauen wir mal, wie viel Stein ist jetzt denn? Das wär, ja, 53.000 immerhin. Oh, der Juke ist da. Wer soll den claimen? Kannst du gerne machen. Okay. Female oder mehr? Es ist Female. Ja, nice. Wuhu. Okay. Und die Werte? Hat er die guten HP-Werte bekommen? Guck mal. 33 HP. Ja, das ist gut. Also, für das, was wir haben, ist es gut, sagen wir so. Ja. Krass, Alter. Also, es ist jetzt kurz. Es ist jetzt kurz vor um 11 und es sind 59 von 70 Leute drauf. Heftig. Das ist Tag 2, ne? So an die Zuschauer. Das ist, darüber freue ich mich. Ist auch sehr solo-freundlich aktuell von den Settings. Dann kann man nämlich Autofarm aktivieren. Da kann man nämlich hier in Chat / Farm eingeben. So, und hier steht aber Autofarming not allowed. Tribe Online Limit ist halt ein Player. Das heißt, würde jetzt Hamsti auslocken, würde es auch gehen. Oder man ist halt solo und dann kann man halt Archie, genau. Dödi, Archie, Enki kann man solo farmen. Hier ist auch ein Enki. 145. Okay, ist betäubt. So, wie viel hatte der? 26. Also wenn wir Glück haben, könnte der jetzt auf 35 bis 40 gehen. Schauen. So, der Kollege. Ja, also er hat trotzdem 30 Punkte in Damage. Ist jetzt nicht geil, aber es ist doppelt so gut, wie was wir haben bisher. Schlecht geworden, leider. Aber immerhin Female, das heißt, wir können mit dem weiter breeden. So, jetzt schnappe ich mir noch das eine Female, was ich hier vorhin gesehen habe. Und dann versuchen wir irgendwie Breeding-mäßig das Beste draus zu machen. Heißen wir vier Fäuste? Habe ich mich verschrieben? Oh nein, wir heißen ja vier Fäuste. Ja, nicht vier Fäuste. Eigentlich, weil ich bin ja Bud und Hamsti ist Terrence und eigentlich wollte ich vier Fäuste. Und ich hatte es überlegt, so vier Pumps für ein Halleluja oder so. Ja, jetzt sind halt vier Fäuste. Oh mein Gott. Babys sind da. Mail. 36 Stamm, 33 Damage, 33 HP. Der ist sogar ein bisschen besser als unser Zuchtmail. Player farm gerade Metal Spot. Bei dir? Wo sind die? Wo ich pinne. Da ungefähr. Ja. Es sah so aus, also das ist ein Abschied. Ja doch, da Archie Enki, schnell, komm. Dann Netgun. Ja, ich auch. Netgun? Enki ist genetgunnt? Ist alleine der. Enki Netgun bringt nicht viel. Enki Netgun, geil! Er muss eh landen. Oh, die Netgun ist einfach dissipiert. Toll. Das ist ein Turret! Ja, das ist, hab ich schon mitbekommen. Alles gut. Oh. Danke für den Call. Ja, ab jetzt, Mann. Der Call war super. So ein Tech-Rex und ein Tech-Rex, der einen Tech-Parasaurus jagt. Das wäre ein schöner Electronics. Okay, ich hab'n. Sehr gut.
Extrakt. Parasaurus würde ich auch gerne gleich mitnehmen. Und ich bohre mal jetzt hier weiter. Okay, jetzt wird er geöffnet. Ja, ich sehe, jetzt sehe ich ihn. Wo gehen wir hin am besten? Also ich bin jetzt rechts von dir, bei dem kleinen See. Da steht ein Copter-Player am Drop. Okay, warte mal, lass mal hier runter irgendwie. Ab. Wo kommt denn ein Player vor uns? Direkt vor uns? Netzen. Er levelt? Genettet? Was? Hat nicht gezielt? Pump ihn einfach. Müsste gleich gestunt werden? Ist gestunt? Ne, ist nicht gestunt. Aber ich geh jetzt pro Copter. Was? Wie? Nein! Ja, der hat halt viel AP. Hinterher. Vor uns Feedplay und Snipe gehen, ich komme. War am Drop unten. Muss aufpassen, dass hier nicht C4 so. Das ist ein Rhino unten. Ja, ich seh's. Hier ist ein Naked Player. Können halt Rhino, kann halt sein, dass er das Cooldown genetzt hat, ne? Ja. Mein Mikro ist down. Ich könnte halt irgendwo versuchen, Plovia noch schnell zu verstecken. Ja, mach das. Yes. Runtergehen. Nein. Neben dir. Dein Hügel. Na komm, Büsche. Die sehen ja eh nicht wo, ne? Also. Ja, das stimmt. Aber wenn, dann sollte ich es ein bisschen in der Nähe von dem OTD machen. Er kommt. Bleib hier. Pass auf, der Procopterdon-Player ist bei dir. Ja. Habst du einen Procopterdon genettet? Der Bolan. Hast du eins? Ist down. Nice. Procopterdon down. Versuch mich zu Bolan. Ein Hit. Noch ein Hit, noch ein Rhino, Hit. Rhino. Achtung. Ja. Genettet, Rhino. Rhino genettet. Okay, mit Pump drauf. Gut gebodert. Ich werde komplett gesniped. Alter, von 5 Leuten oder so. Was? Ich habe keinen Fallschirm keine mehr. Keine Chance. Schade. Und ich habe, ich hatte meinen Crossbow nicht auf der Taste, wo ich es gewohnt bin. Sonst hätte ich es überleben können. Yo, also ich sehe den Strahl. Jetzt ist halt die Frage, ob. Ja, ich wurde noch nicht gelootet. Nice. Das ist halt der Vorteil. Wenn du aber, schon mal, also ich also der. Low bist einfach runterspringt, dann überlebst du. Ja, dann falsch an der. Auch Rhino, ich bin bei mir, Rhino. Komm mal. Genettet. Er hat einen Pump. Hab ihn. Stark. Player ist noch hier. Hab ihn. Nice. Ich checke den Player. Mhm. 4 Minuten 50. Das ist Akku, der will irgendwas angreifen. Irgendwo ist ein Player, glaube ich. Ich weiß nicht. Da hin. Wo rennt der hin? Da oben ist ein Player, doch, da ist ein Player auf dem Stein, über dir. Er parachutet. Hat Hit. Behavior. Aggressive. So, ich kann unlocken, ich mach. Pass auf. Ja. Okay, hab alles. Hier ist ein 135er Katscha. Ist der neue. Ach, ich hab jetzt so schlechte Erfahrung mit den Dingern. Also ich weiß nur, man muss die mit Dinos vorfüttern. Er ist halt hochaggressiv, ne? Muss man aufpassen. Ja. Okay. Oh, aber mir ist der Katscha gerade lieber wichtiger. Ich glaube, wenn er das mit dem Riechen macht, oder? Ich geh mal ein Stück weg. Ja, wenn der Riecher ist, eigentlich der Frichts. Oh, ich glaube, er isst es. Er isst's. Hat's gegessen. Okay, ja, jetzt kann ich. Doch, ich kann jetzt rauf.
Echt schon drauf? Ja, da ist ein Symbol. Echt? Oh nein, es ist nicht, es muss voll sein, ne? Ja, es muss voll sein. Ja, Okay. Ja, das meinte ich halt. Ja gut, weil ich so nah ran bin. Das war jetzt ja mein Fehler. Ich dachte, er wäre fertig. Da war ein Balken oben. Dann, Moment, wie oft schnell auf den Pete. Okay. Ich will den ausprobieren, aber lass erstmal OTD machen. Ja, Rino nehmen. Wie viel Zeit haben wir noch, weißt du das ungefähr? Ja, 55, also noch 10 Minuten haben wir jetzt. Gut, ja. Geh von hier direkt los, ich laufe mit dem Yuji einfach da hoch. Okay. Kann der dann Teleporter placen. Ich lass den aber hier den Teleporter, dass wir was in der Nähe dann haben für den Dings. Ja, ist da. Okay, Yuji-Rino-Kombo diesmal. Let's go. Ah, da, Rino. Ja. Meine Spuße. Ich kann mich nicht bewegen. Hä, wieso ist Harvest bei ihm nicht aus? Okay, das ist... Warte, ich mach mal kurz die Werfe weg. Zu netzen. Ja, und ab. Ist genetzt. Ja. Ich hau C4 rein. Voll Lockdown seine Spieler, Achtung. Sag, wenn er wieder rauf will. Hier, hinterm Stein. Hit wird jetzt runtergefallen. Markiert, wo er ist. Der macht bestimmt gleich zu dem Rino. Pass auf. Ich bin dran. Ein Call, wenn ich zünden soll, C4. Nee, er ist da im Busch. Der Rino stirbt an Wölfen, Alter. Das ist ja lächerlich. Ich kann nur mit Kuchen heilen. Die Wölfe haben es jetzt fast gekillt. Ich versuche es schnell einzupacken und dann mache ich Ground PvP. Ja, aber die Wölfe killen, haben seinen Rino. Er hatte eine C4-Trap am Rino geplaced. Das war ich. Achso. Warum sollte er das machen? Ja, ich. Okay, er ist recht gut. Gut für dich. Hab ihn getet? Hier im Busch irgendwo? Ja, hinterm Ding ist einer. Aber das war. Ich weiß nicht, wer das war. Hab ihn gekillt. Hit hat Hit. Die Wölfe sind gerade so scheiße. Hier sind sie wieder. Hat wieder Hit. Komm mal ab. Hab sie gefiert. Jetzt. Wo ist er? Da im Busch, vor dir. Hier. Ecke. Sehe ich nicht mehr. Ist bei mir? Da läuft er. Hit. Haben. Nice. Wow, ich konnte endlich mal mit der fetten PvP-Fight-Duell machen. So, Plovia ist aggro und greift. Ja, er rennt los. Ich schaue gerade, ob er noch irgendwo hinrennt. Nee. So, rein mit dir. Prozent Kompombo. Gut. Achso, schade, dass da nicht noch ein paar mehr kommen, Alter. Das macht so Bock, ey. Ich find's so cool, aber, ne? Es ist echt schon cool mit dem PvP. Ich geh mal kurz runter zum Roten. Ja, ich versuche jetzt den Gacha weiter. Gut. Alter. Komm schon. Yo! Okay, da haben wir noch Leichen. Das können wir jetzt hinkriegen, Leute. Oh, komm schon. Er riecht. Hier. Hat gefressen, oder? Ich weiß nicht, ob er gefressen hat. Hier hat er noch mehr. Rieche.
riecht. Hier. Geht der Balken jetzt voller oder nicht? Ja, ja, ja. Brauch noch ein was. Mikoraptor. Das zählt nicht. Komm runter, Piet. Das riecht, 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 riecht. Sehr gut. Hier. Reicht das bitte? Er hat nicht gefressen. Doch, er frisst. Bitte wertvoll. Ja. Oh nein, es fehlt noch ein Bubsel. Ich brauche noch irgendeinen Dino. So. Track Body. Also mit dem Stego muss man ihn jetzt kriegen. Ich muss erst warten, bis er riecht. Wenn er riecht, darf ich näher ran. Komm, schnupper. Er schnuppert. Hier, 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 hier. Hier. Zählt das jetzt? Hast du gezählt? Ja, okay. So, Pickup. Und drauf. So. Okay, und jetzt müssen wir ihn voll futtern. Damit wir ihn kriegen. Alter Schwede. Okay, okay, okay. Okay, wir haben es hingekriegt. Wir müssen nicht wundern, Hamsti musste offline. Aber ich wollte jetzt unbedingt nochmal versuchen, den Gacha zu tamen. Idealerweise greifen wir jetzt irgendwas Diplos an oder so, damit er nicht so viel Effizienz verliert, ne? Aber egal. Also anders ist nicht die beste Idee. Dann geht die Effizienz runter, weil wir Schaden bekommen, ne? Okay. Ja, Runde können wir auch nehmen. 21%. Rechts oben seht ihr das Wand, der uns abmountet. 520 Sekunden haben wir noch. Jetzt kriegt man hin. Spino macht halt auch Schaden, ne? Egal. Ach krass, wie groß der ist, ey. Das wäre gut. So. 36%. Das ist cool. Ich mag voll die Methode. Also wenn es dann funktioniert, dann haben sie und ich haben ewig rumprobiert. Der wollte immer nicht essen. Aber ich habe das alleine einfach nochmal getestet. Jetzt ging es auf jeden Fall. Jetzt ging es auf jeden Fall. Er muss halt, wenn er schnuppert, muss halt warten, bis er schnuppert. Und wenn man schnuppert, muss man ihm das dann hinhauen. So, aber das sollte davon die ganze Zeit nicht funktionieren. So, den Pronto noch. 76%. 90%. Eine Effizienz ist immer noch okay. Nicht 100, aber passt schon. Okay, jetzt Dammrecken und dann Pronto machen und dann sollte es passen. Ich nehme mal Fiomia noch mit. 94. Hab ihn. Nice. Nice, 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 Leute. Okay, nach Hause bringen, Sattel machen, ausprobieren. Ich freue mich. Ich freue mich, Leute. Ich würde den jetzt gerne mal testen. Ah, ich freue mich, Leute. Ich habe nämlich tatsächlich, klingt doof, aber ist so, erst vor 2 Wochen von dem Dino gehört, dass es den gibt. Also ich weiß, den gibt es jetzt seit einem halben Jahr ungefähr. Aber ich habe es nicht gecheckt, ich wusste es nicht. Ich habe das erst realisiert vor 2-3 Wochen. Da der Server langsam ziemlich leer wurde, sodass sich Weiterspielen für PvP nicht mehr wirklich gelohnt hat, habe ich mich dazu entschieden, den Gacha noch an wen zu verschenken, bevor ich selber auch aufhöre. Da kann ja noch eine Spin-Antage. Voll geil. Und C? Okay, jetzt hier brüllt er einfach nur rum. Alles klar. Also ich habe mich mit jemandem verabredet hier, der noch ein bisschen auf dem Server spielt. Eigentlich kann ich ihm mein ganzes Kit gleich geben. Das ist halt der ganze OTD-Stuff hier. Ich habe auch noch eine 300% Fab, 300% Shotgun. Das hat man alles noch so gezogen vorhin. Grüße. Ist der erste, den ich getamed habe. Ich wollte es unbedingt nochmal ausprobieren. Ich habe mich gerade so erschrocken. Ich dachte, der wäre progressive. Nö, ich saß noch drauf. Ich hau den Cry und geben dir. Ich hab den auch noch nicht gelevelt, ne? Also noch keine Skillpunkte müsst ihr. Ich kann dir auch gerne mein Kit geben, wenn du willst. Das sind ziemlich gute Sachen. Gerne, ich sag nicht nein. Vielen Dank.
wünsche dir noch viel Spaß, ne? Danke gleichfalls, schönen Tag dir noch. So Leute, leider keine Raids oder Deffen, aber immerhin mal kein Vibe schon an Tag 2. Wenn ich wieder einen Server mache, würde ich wahrscheinlich versuchen, einen Cluster mit mindestens 2 Maps zu erstellen. Einfach weil ich ein bisschen Bock auf mehr Abwechslung habe und ich glaube, dass es auch gut ist, wenn am Anfang mehr Leute draufkommen, die drauf wollen, sodass man dann vielleicht auch ein paar Tage später einfach noch ein bisschen höhere Population hat, was die Spieler angeht. Falls ihr mitspielen wollt, tretet einfach mein Discord bei und dort findet ihr alle Infos, was den Server betrifft und so. Ne? Link zu meinem Discord findet ihr oben in der Videobeschreibung, zweite, dritte Zeile oder so. Und bitte, denkt an den Daumen und Feedback, nehmt euch bitte die Zeit dafür. Auch in dieses Video ist wieder unendlich viel Zeit reingeflossen, deswegen ist euer Support sehr willkommen. So, ich hoffe echt, dass das Video mit derber Überlänge gut bei euch ankam. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann, macht's gut, ne? Haut rein, euer Beam.